Und damit heißt es erstmal herzlich willkommen bei einer Probefahrt, und zwar auf der Harley-Davidson Sportster Custom, quasi dem normalen Sportster-Modell. Die hat auch den großen Tank, das ist ganz toll, weil da hat man einen schönen Knieschluss hier so links und rechts, weil die 48 hat das zum Beispiel überhaupt nicht, und das fand ich bei der Probefahrt von der 48 ziemlich scheiße, weil die hatte halt überhaupt gar keinen Knieschluss auf der linken Seite. Deswegen habe ich mich jetzt mal für die Custom zur Probefahrt entschieden. Oh toll, man sieht im Spiegel meinen Arm. Yo, geil. Wow. So, Seite fertig. Seitenständer einklappen, sehr wichtig. Hauptsache man kriegt den Ständer nachher wieder raus. Kleiner Insiderwitz von letztem Jahr. Die Spiegel sind aber ein bisschen arg knapp über den Fingern. Naja, gut. Ach, deswegen können Harley-Fahrer nichts grüßen. Hi Leute, hi. Ich habe euch zugewunken. Naja, ein bisschen unpraktisch. Ja, okay. Gear round per minute. Ja genau, wo ist denn hier eigentlich? Ah, da. Der Trip A, Trip B. 11 Uhr. Das ist hier das Menü. Hupe, Fernlicht, Abblendlicht, okay. Blinker war wie letztes Jahr. Rechts an, rechts aus, links an, links aus. Warnblinker. Ja, und der Killswitch. So ein geiler Verarscher. Der ist schwarz und du merkst es nicht. Und denkst ja, oh, warum geht der an? Lass er nicht an. Killswitch. Oh, der erste Gang ging jetzt aber geschmeidig rein. Ha, immer diese Vibrationen. Ah, Fußrasten wieder. Fußrastenfindung. Wie immer ganz wichtig auf einer Harley. Entspannen. Ja, shake it off. Also diese Vibration ist schon krass hier. Oh, weiter geht's. Zack, Gang rein. Also ich muss sagen, im Vergleich zu letztem Jahr fahre ich dieses Jahr besser auf der Harley. Ja, gut, Den linken Spiegel, der wackelt, der rechte Spiegel wackelt. Naja, für Harley-Verhältnisse nicht. Fünfter Gang, yo. Ja, da spürt man ja richtig jede einzelne Explosion. Das ist gigantisch. Da kriegst du auf der rechten Seite durch den Luftfilter voll die Unterschenkelmassage. Also, auch ein nettes Gimmick. Ist natürlich ganz toll, wenn man einen verkrampften rechten Unterschenkel hat. Boah, die Bremse ist eigentlich ganz geil. Ja, man darf sich durchaus nicht scheuen, das Ding hier ein bisschen auf Drehzahl zu bringen. Sehr gab mal 2850, also. Also die Custom gefällt mir deutlich besser wie die 48. Die ist irgendwie ein bisschen chilliger. Gut, vielleicht muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Und das kann halt mal drei Probefahrten brauchen. Ich tänze hier so ein bisschen. Also im Schub, also wenn man Gas wegnimmt, hat die deutlich weniger Vibration als wie beim Beschleunigen. Also auch wenn man da fast im gleichen Drehzahlbereich unterwegs ist. Jo, fahr zu, Mann. Also der Sweet Spot bei der Sports ist so bei 3.500 Umdrehungen. Ja, das schüttelt schon ordentlich. Wird lustig, wenn man das auf Nenndrehzahl bringt. Da kann man ganz toll an Taylor Swift denken. Da shaket es dich off vom Motorrad. Die hat aber auch keine so starke Motorbremse wie die 103er Motoren. Also wenn ich hier vom Gas weggehe, die verzögert nicht so heftig. Also so ein bisschen gefallen tut sie mir schon. Also quasi so das Basismodell, muss man sagen, von der Sportster-Baureihe ist eigentlich ganz nett. Ja, manchmal sind so einfache Basismodelle gar keine schlechte Wahl. Und es müssen nicht irgendwelche super ausgefeilten 48-Modelle sein, die mega geil aussehen. Weil die halt schon wieder ein bisschen speziell sind. Und da ist so ein einfaches, normales Sportster-Modell eigentlich vielleicht manchmal echt die bessere Wahl, weil man halt hier nichts Dramatisches, Spezialisiertes fährt.
sondern einfach nur eine schöne, nette, kleine Harley. Gar nicht so ungeil, also so eine stinknormale 0815 Sportster kann auch gefallen, muss ich sagen. Gut, das Negative, klar, das ist, sag ich mal, Harley-typisch, das sind halt die Vibrationen und vielleicht, naja, ein nicht ganz so präzises Feedback von der Frontgabel, aber das ist jetzt nicht so, dass du hier den Eindruck hast, du fährst hier mit einem Schwamm in der Gabel, also so schlimm ist das auch wieder nicht. Also du weißt schon, was du tust. Jetzt Blinker an. Ah, okay. Das Geile an der Anzeige ist, du hast ja eigentlich so die wichtigen Basics, nämlich Ganganzeige, weil so als Harley-Anfänger merkst du nicht so genau, welcher Gang drin ist. Und so eine Drehzahlmesser, sag ich mal, Anzeige. Guten Tag. Fahr ruhig vor. Das ist eine Sportster, Junge. Das ist ein sportlicheres Modell. Ja, ist klar, ne? Ich glaube, ich war zu viel Yamaha. Wo ich noch nicht mal ein Hanging Off mit Knieschleifen drauf habe. Ja, ich bin hier der Affe, der seinen Oberkörper zum Gewichtsverlagern einsetzt. Das machen ja Harley-Fahrer so normalerweise nicht. Ich schon. Ich bin hier nur zur Probefahrt. Ich darf das. Ich darf mich hier wie so ein Depp verhalten. Ja, ja, denk du nur den Satz weiter. Aber ich würde sagen, du musst auf der Chopper eher Gewichtsverlagerung machen, weil du halt nicht so viel Unfreiheit hast. So, sehr schön. Spalter, Spalter. Kleiner Soundcheck. Der macht ja richtig Spaß heute. Ja, also die Harley-Davidson Sportster 1200 Custom ist eigentlich eine richtig geile Schnitte, auch wenn sie eigentlich total hausbacken aussieht. Die ist gar nicht so ungeil, muss ich sagen. Also die sieht relativ unscheinbar aus, wenn man sie so im Schaufenster und im Laden hat, aber die ist echt ganz schnieke, muss ich sagen. Ja, und damit kommen wir dann auch schon langsam wieder auf den Weg nach Hause sozusagen. Ich glaube doch, so ein Billigmodell in Anführungszeichen von Harley ist so scheiße gar nicht, wie man es sich vorstellen mag. Oh. Das ist immer so geil. Du kannst hier stehen und hast einen Arsch frei. Ah, wunderhübsch. Oh, wie schön. Es, ja, mit ein bisschen Kurvenaktivität geht das Gerät ja eigentlich auch ganz passabel. Da wird man nicht so einen lahmarschigen Rudel fahren, oder? Wäre ich ja noch übermütig. La. Gut, Slalomfahren ist jetzt natürlich ein bisschen heikel, weil du halt relativ relaxed auf der Maschine hocken tust. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt so das Moped für, sag ich mal, für High Gain und Distortion ist das Motorrad jetzt nicht unbedingt geeignet, eher für Clean und Blues. Also für die Musiker unter euch ganz klar, hier spielen wir beides, nämlich Country und Western. Ja, und das war's dann erstmal wieder für die erste Hälfte der diesjährigen Probefahrtsaktion bei Harley-Davidson Stuttgart Süd in Sindelfingen oder Böblingen. Ja, weiter geht's dann mit dem nächsten Video. Lasst euch überraschen, das wird richtig geil. Wenn man überhaupt, das Ding so richtig zu Potte bringt. Ja, also tschüss, bis bald.